Wenn du wissen willst, welche zwei Dinge erfolgreiche Facebook-Werbeanzeigen gemeinsam haben, dann bleib dran. Hey, was geht ab? Mein Name ist Sebastian Reiners und in diesem Video geht es um die zwei größten Gemeinsamkeiten von erfolgreichen Werbeanzeigen. Das ist nur ein kurzes Video, wird nur ein paar Minuten gehen, aber soll dir einfach darstellen, warum manche Facebook-Werbeanzeigen erfolgreich sind und andere wiederum nicht. Es gibt nämlich wirklich diese zwei Kerndinge, die wirklich entscheidend dafür sind. Falls du noch nicht weißt, was Facebook-Werbeanzeigen sind, Facebook-Werbeanzeigen sind einfach Anzeigen auf Facebook, die du schalten kannst, wo du quasi Geld dafür bezahlst, dass jemand auf deinen Link zu deiner Webseite klickt, wo man sich quasi ein Lead-Magnet holen kann oder irgendwas anderes. Was ist nun die erste Gemeinsamkeit und damit auch schon der erste Tipp, den du ja natürlich persönlich anwenden sollst? Du sollst es ja nicht nur hören und das Wissen haben, sondern du sollst auch die Weisheit durch die Erfahrung bekommen, es selber anzuwenden. Punkt Nummer 1, Gemeinsamkeit Nummer 1 ist das richtige Angebot zur richtigen Zeit. Das bedeutet, du kannst natürlich immer Werbeanzeigen schalten. Nehmen wir an, du hast einen Verkaufsprozess, dieser geht von hier bis hier, okay? Da ist er ein Besucher, der potenzielle Kunde ist ein Besucher und hier ist er ein Kunde. Aber der Prozess geht ja noch weiter. Nehmen wir an, du hast nicht nur ein Produkt, was du verkaufst, sondern du verkaufst drei Produkte. Du willst natürlich, wer hätte es gedacht, dass der Kunde alle drei Produkte kauft. Was musst du also machen, wenn er das erste Produkt gekauft hat und dann den Funnel, also den Verkaufstrichter, verlassen hat? Sollst du warten, bis er wiederkommt von alleine? Im letzten Video habe ich ja bereits angesprochen, dass Wartemarketing nicht das Beste ist, was man machen kann. Was du also machst, ist Retargeting. Das geht zum Beispiel auf Facebook und dort wirst du einfach die Leute wieder adressieren und targetieren, die bereits ein Produkt von dir gekauft haben. Das heißt, jemand hat bereits das erste Produkt gekauft, 50 Euro, und du schaltest eine Anzeige, die sieht dann rechts im Newsfeed oder direkt im normalen Newsfeed, und sagst dann einfach, hey, ja, du hast ja schon das erste Produkt gekauft und dieses Produkt eignet sich perfekt als Grundlage für das Produkt, was du bereits gekauft hast. Du hast dieses Angebot noch für 3 Tage, hast 50% Rabatt, bla bla bla. Das heißt, du wirst auch innerhalb eines Verkaufstrichters, innerhalb des Verkaufsprozesses, selbst wenn der Kunde schon das Produkt gekauft hat, nochmal ein weiteres Produkt anbieten, weil du natürlich deinen Umsatz maximieren willst, ist ja ganz logisch. Das heißt, was du machen solltest, ist, überlege dir einfach, wo befindet sich mein potenzieller Kunde gerade? Was will ich von diesem potenziellen Kunden? Und ist er gerade ein Besucher? Hat er sich schon mein kostenloses Freebie oder Lead Magnet geholt? Hat er bereits ein Produkt gekauft? Oder hat er die Seite besucht und sie dann einfach wieder verlassen, ohne irgendwas zu tun? Und dementsprechend musst du deine Facebook-Werbeanzeige gestalten. Wenn du jetzt aber noch gar keine Daten von deinen potenziellen Kunden hast, das heißt einfach noch nicht mal mit dem Verkaufsprozess angefangen hast, dann ist natürlich die zweite Gemeinsamkeit ganz, ganz wichtig, und zwar die richtige Targetierung. Targetiere und definiere deine Nische richtig und deine Zielgruppe richtig. Bedeutet, nehmen wir an, du verkaufst ein Produkt zum Thema Abnehmen, okay? Dann ist deine Nische und deine Zielgruppe nicht Fitnessinteressierte. Ja, das ist total schlimm. Warum? Du hast zwar eine viel größere Reichweite, aber die Konkurrenz ist viel, viel größer einmal. Die Leute interessieren sich für dich vielleicht gar nicht, weil 50% der Leute wollen aufbauen, also Muskeln aufbauen, und nur 50% wollen abnehmen. Du zeigst aber diesen anderen 50% der Fitnessinteressierten auch deine Werbeanzeige. Was dadurch passiert, ist im Endeffekt, dass weniger Leute auf deine Werbeanzeige klicken, und Facebook wird das sehen, dass deine Facebook-Anzeige nicht so relevant ist. Das heißt, der Relevancy Score, der Relevanzwert der Facebook-Anzeige wird einfach nicht so hoch sein. Bedeutet für dich, jeder Klick auf den Link zu deiner Webseite wird teurer sein. Du kannst in normalen Fällen 40 bis 1 Euro pro Klick bekommen. Und wenn es schlechter wird, wir hatten auch schon bei richtig schlechten Werbeanzeigen, hatten wir 7 Euro pro Klick. Und glaub mal nicht, dass das dann gut konvertiert hat und wir noch einen Plus daraus geholt haben. Das heißt, du musst immer genau deine Nische richtig definieren. Und was du im Endeffekt machst, ist, das Produkt so hart runterbrechen, wie es geht. Und auch einfach sagen, wen willst du als deine Zielgruppe? Weil du machst ja Online-Marketing nicht aus dem Grund, dass du das machen musst, um Geld zu verdienen. Sondern du willst es ja machen. Sonst würdest du es ja nicht tun. Dann kannst du auch einen normalen Job machen. Das heißt, du kannst dir auch aussuchen, mit welchen Leuten du zusammenarbeiten möchtest. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Abnehmprodukt hast, okay, und du möchtest aber mit Frauen arbeiten, ja, dann targetierst du natürlich auch nur Frauen. Und wenn du dann sagen willst, okay, in welchem Alter sollen die sein, dann kannst du das ebenfalls targetieren. Das gleiche kannst du im Dating-Bereich machen. Willst du
Dating für Männer und Frauen anbieten. Wenn nicht, dann targetierst du nur Männer oder Frauen und so weiter und so fort. Und geh so tief wie möglich rein. Das Alter, die anderweitigen Interessen. Dass du einfach Gemeinsamkeiten mit ihnen aufbauen kannst. Denn im Endeffekt zieht Gleiches Gleiches an. Und das bedeutet für dich, wenn du Interessenten hast, potenzielle Kunden, die viele Gemeinsamkeiten mit dir als Person haben, dann wirst du mehr verkaufen. Das waren auch schon die zwei größten Gemeinsamkeiten. Im Endeffekt nichts Besonderes. Schau einfach, dass du dir immer bewusst wirst und immer bewusst bist, in welchem Prozess du dich gerade befindest mit deinem potenziellen Kunden und wer noch wo abgeholt werden muss. Und wenn du noch gar keinen Verkaufsprozess hast, dann definier erstmal deine Zielgruppe. Das war's jetzt auch schon von diesem Video. Klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und hol dir meinen kostenlosen Videokurs. Ich freue mich auf dich, dein Sebastian. Ciao.